Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Ist ein solches Programm tauglich, um einen Karriereaufstieg zu befördern? Eher nicht. Leider werden Jesu Worte aus dem heutigen Sonntagsevangelium auch innerhalb der Kirche nicht allzu ernst genommen. Auch nicht in der gegenwärtigen Diskussion um Macht und Partizipation. Ihr wisst, dass die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Diese Feststellung Jesu sollte uns doch eigentlich anstacheln, dem weltlichen Karrierestreben in uns selbst abzuschwören, jenem Hang zur Macht. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Merkmal eines Lebens in der Nachfolge Jesu Christi ist nicht der Kampf um die ersten Plätze. Christliches Merkmal ist vielmehr die Hingabe, die erlösende Fruchtbarkeit eines Lebens für und zwar für einen anderen als mich selbst. Ein Leben in Proexistenz kann auch zur echten Passion werden. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? So fragt Jesus die ahnungslosen Jünger, die auf fast rührende Weise ihren Ehrgeiz bloßgelegt haben. Ja, sie werden teilhaben an seinem Schicksal und seinem Leiden. Weil aber zuvor schon Christus, unser erhabener Hohepriester, für alle genug getan hat, können sie und auch wir voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, wie der Hebräerbrief in der zweiten Lesung formuliert. Zuversicht ist die Tragfläche unserer christlichen Existenz. Durch die Drangsale des Lebens erst werden wir in sie hineingebrannt. So ging es schon dem zerschlagenen Knecht, den Jesaja in der ersten Lesung besingt. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht, er sättigt sich an Erkenntnis. Endlich kommt die Weisheit Gottes zum Vorschein. Nicht im Greifen nach einem trügerischen Erfolg für mich besteht sie, sondern im Ausleben dessen, was wir Liebe nennen, das rückhaltlose zur Verfügung stellen all meiner Möglichkeiten.